Die Börse geht oft den Weg des größten Schmerzes. Wir haben Krieg in Europa, wir haben zusammengebrochene Lieferketten. US-Konsulat in Erbil wurde angegriffen und das könnte zur Schließung der Straße von Hormuz führen, wo das ganze Öl durchläuft. Das heißt, es brennt an allen Ecken und Enden und der DAX legt in den letzten Tagen um 16% zu. Wo es jetzt die nächsten Chancen gibt, besprechen wir nüchtern und emotionslos in diesem Video. Bevor wir mit dem DAX starten, noch ein kurzer Hinweis. Ich wurde von finanzen.net eingeladen zu einem Webinar. Das Thema ist Vermögensaufbau durch Swing Trading. Das Ganze findet am Donnerstag, 17. März 2022 um 18 Uhr statt. Anmelde-Link hier unter diesem Video. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mit dabei seid. Das Ganze ist natürlich kostenfrei und deswegen schaut euch das unbedingt an. Die 13.600 Punkte Marke hatte ich als mein erstes langfristiges Einstiegsniveau angesprochen. Weiterer langfristiger Einstieg im Bereich 11.250, 11.400 Punkte. Und wo dreht der Markt? Natürlich genau in der Mitte an der Unterstützung bei 12.400. Ich hatte es angedeutet, aber mit Rücksetzern in dem Bereich 13.600 und auf dem Niveau habe ich mit weiterem Verkaufsdruck gerechnet. Der ist nicht gekommen und das müssen wir einfach ganz klar und deutlich so hinnehmen. Das ist ein deutliches Zeichen der Stärke. Je weiter der Markt jetzt nach oben läuft, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir deutlich tiefere Kurse unter 12.200 Punkten sehen. Die nächste Chance wartet im Bereich 14.800 bis 15.000 Punkten. Hier haben wir dieses markante, massive, alte Widerstandsniveau aus dem Jahr 2021. Und auch hier bei der Aufwärtsbewegung müssen wir sagen, es ging deutlich schnell steil nach unten und jetzt im Grunde das Ganze wieder retour. Auf diesem Niveau ist mit einem weiteren Rücksetzer zu rechnen. Das heißt, im Bereich 14.800 bis 15.000 könnte man Depotabsicherung vornehmen. Man könnte eine Short-Position ins Depot legen, um mögliche Long-Positionen ein Stück weit abzufedern. Und ich erwarte hier aber jetzt nicht wieder den kompletten Zusammenbruch Richtung 12.400, sondern ich erwarte einfach nur eine Reaktion in dem Bereich 13.600, 13.800. Das ist Swing Trading, dass man versucht, sich eine Scheibe aus dem Markt rauszuschneiden. Ein Stop-Loss würde ich ein bisschen über 15.200 Punkten setzen. Denn wenn wir hier weiter steigen, wenn wir weiter in die 2021er Range reinsteigen, na, das wäre ein richtig starkes Zeichen. Und dann müssen wir uns quasi auf den Corona-Styler hier einrichten, dass wir wieder V-Formation sehen. Soweit würde ich aber momentan auf keinen Fall denken. Deswegen achtet auf die Marke 14.800 bis 15.000. Ein positives Bild für die nächsten Tage, für die nächsten zwei Wochen in ungefähr, auch in den USA. Nasdaq 100, Verlaufstief, tieferes Tief, Schatten unten, dann jetzt gestern neues Tief gemacht. Wahrscheinlich wurden wieder ein paar Stops ausgelöst. Die Käufer sind in den Markt gekommen, haben den Markt nach oben gedrückt. Hier ist Stärke im Markt. Und genau auf solche Signale gilt es zu achten. Auch wenn die eigentliche Unterstützung noch ein Stück weit tiefer liegt, haben wir jetzt auf aktuellem Niveau wieder die Chance, dass wir durchaus wieder in Richtung 15.000, 15.500 Punkte hier in den nächsten Tagen, in den nächsten zwei Wochen nach oben laufen können. Gleiches gilt für den Dow Jones. Da hatte ich ja ohnehin gesagt, dass tendenziell sich die Blue Chips, also die großen Value Stocks, dass die sich ein Stück weit besser halten als die Tech-Werte. Und die Value-Aktien oder die großen Blue Chips sind zuletzt ja gar nicht so arg abgestraft worden. Und auch hier wieder eine gute Chance. Hier sehe ich sogar Kurse im Bereich 35.600, 36.400. Ja, für nicht unwahrscheinlich. Goldpreis. Jetzt wird es richtig spannend. Achtung, letzte Instanz im Goldpreis erreicht. Da hatten wir diese dynamische Aufwärtsbewegung. Wir hatten das Widerstandsniveau, haben wir hier überschritten. Und im Goldpreis bin ich von einem Rücksetzer, hier haben wir es noch aus dem letzten Video, in dem Bereich 1950, 1985 ausgegangen, um dann weiter anzuziehen in Richtung 2100 Punkt US-Dollar. Das Unterstützungsniveau wurde unterschritten und jetzt haben wir im Grunde die
Make-or-Break-Marke erreicht. Die letzte Linie. 1900, da will ich keinen Schlusskurs, keinen Tagesschlusskurs drunter sehen, denn das wird dieses zuletzt dynamische Bild wieder ja komplett aus dem Ruder bringen. Also darauf gilt es momentan zu achten. Im Silber zuletzt nicht ganz so stark wie im Gold, aber auch hier sind wir schön aus der Seitwärtsbewegung der letzten Monate nach oben ausgebrochen. Hier hängen wir gerade noch am Ausbruchsniveau. Wir sehen so ein bisschen Schatten unten, dass die Käufer da reinkommen. Das letzte Wort ist hier noch nicht gesprochen, aber aktuell nochmal eine gute Chance. Chance-Risiko-Verhältnis muss man ja immer im Auge haben, dass wir wieder nach oben anziehen. Denn ja, die schlimmen Ereignisse in der Ukraine, da sind wir ja noch lange nicht über den Berg, die ganzen Folgen, die daraus kommen. Ich bin gespannt, was wir an Quartalszahlen demnächst sehen werden, also die nächsten Quartalszahlen. Also das wird eine spannende Geschichte, wenn Geschäfte in Russland geschlossen werden, vielleicht sogar Enteignung stattfindet, das muss ja irgendwo abgeschrieben werden, Lieferengpässe noch und nöcher, das dürfte sich natürlich auch in den Unternehmensgewinnen widerspiegeln. Schauen wir uns noch die Minenaktien an. Kaufniveau erreicht wieder. Auch hier Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung, Ausbruch nach oben. Das unterstützt, also das alte Widerstandsniveau wurde jetzt angetestet als Unterstützung, hat eine erste Reaktion nach oben gezeigt. Und das heißt, da sind Käufer wieder reingekommen. Damit Minenaktien weiter spannend. Ölpreis, ja, da hatte ich zuletzt schon kapituliert und gesagt, da kann ich überhaupt nicht mehr einschätzen. Wir hatten die brachiale Bewegung nach oben, jetzt wieder zurück nach unten. Im Bereich 90, 95 hatten wir zuletzt auch immer schon mal uns aufgehalten. Da war mein letztes, hier ist eine Gegenbewegung zu erwarten. Wie es gekommen ist, sehen wir. Jetzt erwarte ich auf dem aktuellen Niveau wieder im Bereich 90 US-Dollar, erwarte ich erst einmal wieder eine Stabilisierung. Nicht uninteressant, der Hang Seng Index, auch China ist ja momentan fast wieder in aller Munde. Und hier hatten wir den Bereich 18 bis 20.000. Altes Unterstützungsniveau, sind wir mit brachialer Gewalt raufgelaufen und da sind aber wieder Käufer in den Markt gekommen. Und jetzt, gute Chance, zumindest auf eine Gegenbewegung. So, und jetzt neben all dem ganzen Scheiß, den wir haben, haben wir mal noch eine gute Meldung. Europaparlament lehnt Verbot von Bitcoin und Co. ab. Das ist doch mal eine schöne Sache. So steht's heute in der FAZ. Gucken wir uns den Bitcoin an. Da ist in den letzten Tagen fast gar nichts passiert. Zero Bewegung. 38.000 US-Dollar war irgendwie so ein kleines Unterstützungsniveau. Und wichtig, 28 bis 30.000 bleibt weiterhin mein favorisiertes Kaufniveau. Steigt der Bitcoin über 46.000 US-Dollar, dann haben wir gute Chance auf 56 bis 58.000 US-Dollar, vielleicht sogar auf 66.000 als nächstes nach oben.